Sportfrei, meine Freunde von GeForce Now und Cloud Gaming von Nvidia. Wie jeden Donnerstag gibt es auch heute von mir das GeForce Now Games Update. Falls ich noch nicht gesagt habe, ich bin Helmut und hier ist Mude von People, eurer Cloud Gaming Kanal. 18 Spiele sind es in dieser Woche und diesmal hat GeForce Now extra im Blogbeitrag auch bekannt gegeben, ab wann man immer so rechnen könnte mit den Spielen. 19 Uhr deutscher Zeit ist immer die Deadline, wo die meisten Spiele dann endlich da sein sollten. Aber man schreibt doch extra nochmal dazu, dass es bei einigen Spielen sich um eine Verzögerung handeln könnte. Das war grammatikalisch ganz falsch. Aber ignoriert einfach meinen letzten Satz. Ich mache das jetzt weiter. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Also ihr wisst, was ich meine. Es kann halt bei manchen Spielen dann doch länger dauern. Aber die Jungs und Mädels bei Nvidia arbeiten dran, dass die Spiele, gerade die Neuveröffentlung, die Day-One-Release, auch so zeitnah wie möglich kommen. Ja, aus eigener Erfahrung, es ärgert einen immer sehr, wenn man dann etwa warten muss, so mitten in der Nacht, am nächsten Tag irgendwann, und es vor allen Dingen 0,0 Kommunikation gibt. Ich finde, das muss besser werden, aber der erste Ansatz ist es ja jetzt schon mal zu sagen, okay, die Spiele sind 19 Uhr da. Roundabout. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt aber Schluss mit dem Gefasel hier. Das, was ich sonst am Ende mache, mache ich jetzt schon am Anfang. Einfach nur labern, labern, labern. Kann doch wohl nicht wahr sein. Intro ab und dann viel Spaß beim Video. Spirit Tea erschien neu am 13. November und ist über Steam bei GeForce Now spielbar. Das Spiel ist eine kleine, gemütliche Live-Sim, inspiriert von Stardew Valley und Spirited Away. Die Menschen haben aufgehört, Geister anzubeten und jetzt besteht die Gefahr, dass die Geister die Orientierung verlieren. Die Lösung dafür? Betreibe ein Badehaus. Schließe Freundschaften mit Menschen in der Stadt, nimm an Hobbys wie Käferfangen und Karaoke teil und kümmere dich um alle Geister im Badehaus. Das Spiel ist noch bis zum 20. November um 10% vergünstigt via Steam zu haben, sodass ihr aktuell nur 17,55 € bezahlen müsst. Und ja, Spirit Tea ist auch im Game Pass veröffentlicht worden, noch ist es aber nicht über die Xbox-Integration bei GeForce Now spielbar. Hier ist vermutlich noch ein wenig Geduld angebracht. Bei Karma Zoo geht es darum, Leuten zu helfen, zusammenzuarbeiten und Spaß an Kooperation zu haben, auch wenn etwas schief geht. Teile online einmalige Momente und baue echte Verbindungen zu völlig zufälligen Spielern auf, um gemeinsam voranzukommen und die kostbarste Ressource von allen zu erhalten, Karma. Also, schließe dich mit anderen zusammen, um zu gewinnen. Karma Zoo ist ein lustiger, kooperativer Plattformer, bei dem bis zu 10 zufällig ausgewählte Spieler sich zusammentun, um die Fähigkeiten von 50 verschiedenen Charakteren zu kombinieren, eine Schleife abzuschließen und Karma zu sammeln. Das Spiel ist aktuell zum Release um 25% rabattiert und kostet via Steam derzeit nur 7,31 €. Ein Kerker in Gefahr. Errichte, verwalte und verteidige deinen Turm im satirischen, heroischen Fantasy-Universum von Dungeon of Nahalbjörg. Von einer wackeligen Einrichtung zum berüchtigten Verlies. Ich spiele Nahalbjörgs Dungeon Master als Rayvax, unterwürfiger Aufseher des Dungeon. Jahre vor dem ersten Ansturm furchtloser Abenteurer hast du die Aufgabe, den wackeligen Turm zu errichten, auszubauen und zu bevölkern. Aber vor allem darfst du deinen Meister, den bösen Zauberer Zangda, nicht verärgern. Bist du der Aufgabe gewachsen? Das Spiel ist bereits bei GeForce Now spielbar und aktuell ebenfalls zum Start um 10% vergünstigt via Steam kaufbar, für dann nur noch 22,49 €. Am 17. November erscheint für GeForce Now via Steam-Integration das neue Spiel Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. In dem Echtzeit-Strategiespiel von Frontier, welches im berühmten Warhammer-Universum angesiedelt ist, führst du als Kriegsfürst 4 einzigartige Fraktionen in packende taktische Kämpfe um die Vorherrschaft im Wilden Reich von Gurn. Spiele dabei eine kinoreife Kampagne und erlebe eine fesselnde Geschichte voller beeindruckender Charaktere und verzweifelter Schlachten in einem wilden Reich. Außerdem gibt es einen umfangreichen Mehrspielermodus mit plattformübergreifenden Mehrspielerschlachten, entweder im 1 gegen 1 oder im 2 gegen 2, mit einer beliebigen Mischung aus menschlichen und computergesteuerten Gegnern. Oder aber du kämpfst dich in dem brandneuen Einzelspielermodus durch prozedural erstellte Wildnis und schlägst dich bis zum letzten Gegner durch. Stelle in Arcana of Paradise die Tower aus 20 Kindern zweier Teams zusammen und perfektioniere dein Kartendeck für die Echtzeitkämpfe gegen die grotesken Bewohner des Turms.
Deine Gegner warten nicht auf deine Entscheidung, also reagiere schnell, wenn du die Tiefen des Turms überleben willst. Je nach Ausrichtung der Karten treten verschiedene Effekte in Kraft, also pass gut auf, wenn du sie einsetzt, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die auf dich warten. Wehre rechtzeitig gegnerische Angriffe ab, kombiniere deine eigenen Angriffe, wirke mächtige Zauber und sammle legendäre Relikte sowie Nahrung, welche die Kinder am Leben hält. Führe sie in ihr lang ersehntes Paradies. Arcana of Paradise the Tower kommt neu via Steam zu GeForce Now. Blazing Sails ist ein Piraten-Battle-Royale und kommt über den Epic Games Store zu GeForce Now. Kämpfe in dem rasanten PvP-Piratenspiel ums Überleben und erschaffe deinen einzigartigen Piraten und dein eigenes Schiff. Schließe dich mit anderen Spielern zusammen, um dein mächtiges Schiff zu kommandieren. Entdecke verschiedene Spielmodi, Karten, Waffen, Schiffstypen und mehr, während du in epischen Schlachten an Land und zu Wasser andere Besatzungen probierst. Ja, das Spiel kennen wir doch schon. Disney Dreamlight Valley habe ich bereits im September 2022 in einer frühen Version via xCloud angespielt. Disney Dreamlight Valley ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel, voller Aufgabenerkundungen und fesselnden Aktivitäten mit alten und neuen Disney- sowie Pixar-Freunden. Das Spiel kann bereits via Steam oder Epic auf GeForce Now gespielt werden. Jetzt steht euch auch die Xbox-Integration zur Verfügung, sodass ihr es mit eurem aktiven Game Pass-Abo direkt zocken könnt. Hello Neighbor 2 ist jetzt ebenfalls via Xbox und damit über den Game Pass bei GeForce Now verfügbar. Hello Neighbor 2 ist ein familienfreundliches Horrorspiel, das dich in eine scheinbar beschauliche Kleinstadt einlädt, in der allerdings alle etwas zu verbergen haben. Du schlüpfst in die Rolle eines investigativen Journalisten und versuchst, die düstersten Geheimnisse deiner Nachbarn ans Licht zu bringen und den Fall um Mr. Peterson zu lösen, jenes berüchtigten Antagonisten aus Hello Neighbor 1. Overcooked 2 ist seit fast 4 Jahren im Game Pass und kommt über diese Integration jetzt auch zu GeForce Now. Kehre also zurück in das Zwiebelreich und stelle dich im Team zusammen mit bis zu 3 Freunden in Herausforderungen im klassischen Couch-Koop oder online. Aber haltet eure Schürzen fest, denn die Rettung der Welt steht auf dem Spiel. Schon wieder sozusagen. Leckere Snacks. Saubere Finger. Snacker. Jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz Erdnuss. Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code Zwieback. Snacker. Leckere Snacks. Saubere Finger. Robocop Rogue City steht bereits via Steam bei GeForce Now zur Verfügung. Jetzt könnt ihr auch die Epic Games Store Version des Spiels bei GeForce Now genießen. In Robocop Rogue City bist du halb Mensch, halb Maschine und bringst als Polizist Gerechtigkeit in die gefährlichen kriminellen Straßen von Old Detroit. Das Spiel hat gute Kritiken erhalten und soll wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten einige Updates, wie zum Beispiel ein New Game Plus und so weiter, erhalten. RoboQuest ist ein rasanter Ego-Shooter mit Roguelite-Mechaniken, der allein oder mit 2 Spielern im Koop gespielt werden kann. Bewege und schieße dich durch zufällig generierte Umgebungen, sammle Granaten ein und heize den mächtigen Bossen, die sich dir in den Weg stellen, ordentlich ein. Rüste deine Basislager auf und schalte permanente Upgrades frei, um deinen Spielstil anzupassen und in nachfolgenden Durchläufen weiter voranzubringen. RoboQuest ist jetzt nach Steam auch bei Xbox und zwar im Game Pass verfügbar und kann damit auch noch über GeForce Now gespielt werden. Willkommen in Zelfia, einem Reich, in dem der Drache Ventusville herrscht. Und du? Als du mit unbekanntem Ursprung aus dem Himmel fällst, landest du direkt auf dem Rücken eines freundlichen Drachen, der dich sogleich in das Schloss des Reiches einlädt. Nun beginnt ein neues Leben, in dem du gefährliche Verliese erkundest, Felder kultivierst und die Stadt wachsen lässt. Rune Factory 4 Special ist seit Juni 2023 im Game Pass und kann jetzt über die Xbox-Integration auch über GeForce Now gespielt werden. Besiedle mit deinem Volk eine neue Siedlung in dem Survival-Städtebauspiel Settlement Survival. Du musst deinen Menschen einen Zufluchtsort bieten, die Nahrungsversorgung sicherstellen, sie vor den Gefahren der Natur schützen und für ihr Wohlbefinden, ihre Zufriedenheit, ihre Bildung und auch ihre Arbeit sorgen. Wenn du all dies zufriedenstellend erledigst, kannst du sogar Bewohner aus anderen Städten gewinnen. Settlement Survival ist neu, jetzt via Steam bei GeForce Now.
SoulVars bietet mit seinem innovativen Soulbit-System eine ganz neue Art des Deckbuildings. Kombiniere Soulbit-Aktionen und nutze Fähigkeiten, die dein Deck kontrollieren, um über 100 atemberaubende Techniken einzusetzen. Kontere geschickt die Angriffe und Debuffs der gegnerischen Dominatoren und setze deine Gegenangriffe zum richtigen Zeitpunkt ein, um den größten Effekt zu erzielen. Genieße die perfekte Mischung aus strategischem Deckbuilding und blitzschnellen RPG-Kämpfen in SoulVars, welches ihr jetzt via Steam bei GeForce Now spielen könnt. Wehre dich im ultimativen Zombie-Survival-Spiel State of Decay gegen den Untergang der Gesellschaft. Erkunde in der Year One Survival Edition eine offene Welt voller Gefahren und Möglichkeiten, die auf jede deiner Entscheidungen reagiert. Rekrutiere eine Gemeinschaft aus spielbaren Überlebenden, die alle über eigene Fähigkeiten und Talente verfügen. Entwirf und befestige deine Basis gegen unermüdliche Horden aus Untoten. Gehe auf wagemutige Raubzüge und tu alles dafür, um noch einen Tag zu überleben. State of Decay in der Year One Survival Edition ist jetzt via Steam bei GeForce Now verfügbar. Stürze dich in The Wonderful One After School Hero in klassische Side-Scroller-Action. Mach dich auf ein super aufregendes Erlebnis gefasst, indem du einen Haufen Gegner mit deinen irren Lasern wegpustest. Luca hofft, eines Tages ein vollwertiges Mitglied der Wonderful 100 zu werden. Deshalb verbringt er seine Zeit mit besonderen Trainingsdrills nach der Schule, um das Sentinels Trainingsprogramm abzuschließen. Dies ist eine Geschichte von Liebe, Kampf und Entfaltung. The Wonderful One After School Hero jetzt via Steam bei GeForce Now. In Wolfenstein The New Order begibst du dich auf eine Reise quer durch Europa, um das bösartige Kriegsregime aufzuhalten. Du schließt dich einer kleinen Gruppe tapferer Widerstandskämpfer an und infiltrierst die schwer bewachten Stützpunkte. Auf deinem Weg nimmst du es mit hochtechnisierten Truppen auf und erlangst die Kontrolle über schreckliche Waffen, die gesamte Welt erobert haben. Jetzt neu bei GeForce Now über die Xbox-Integration und es ist aktuell auch im Game Pass enthalten. Im Jahr 1946 steht das Regime kurz davor, als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorzugehen. In einem letzten verzweifelten Versuch, das Blatt zu wenden, begibt sich VJ Blazkowicz auf eine hochgefährliche Mission in den Tiefen Bayerns. Das Bethesda-Spiel Wolfenstein The Old Blood ist ein eigenständiges Prequel des hochgelobten Action-Adventure-Shooters Wolfenstein The New Order und steht jetzt über Steam, Epic Game Store und auch Xbox und damit über den PC Game Pass bei GeForce Now zur Verfügung. Das waren sie, die 18 Spiele, die am heutigen Donnerstag, den 16. November neu zu GeForce Now gekommen sind, beziehungsweise halt in den nächsten Stunden kommen werden. Ja, was sagt ihr dazu? Ist eine ganze Menge von Xbox dabei, viele, viele alte Spiele, also gerade als ich die Trailer rausgesucht habe und auch gesehen habe, so, wo ist die Beschreibung? Wow, die sind teils schon richtig, richtig lange im Game Pass enthalten, aber als Game Pass Mitglied muss ich ehrlicherweise sagen, gibt es da jetzt ja wirklich, wirklich eine Menge zu zocken. Bei GeForce Now. Ja, und da gibt es auch bald noch eine neue Ankündigung. Es gibt einen Deal und eine kleine News zu GeForce Now, die verpacke ich mal in ein neues Video. Ich bin gespannt, wann ich das fertig haben werde. Das weiß ich im Moment noch gar nicht. Ich gebe mir Mühe, dass es zeitnah kommt. Danke erstmal fürs Zuschauen heute. Was war euer Highlight? Schreibt es mir, wie immer, in die Kommentare. Mein Highlight? Lasst mich kurz schauen. Nix. Bis zum nächsten Video. Ciao. Das war das ein bisschen lecker. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.